Ich darf die Küche meiner Schwester putzen. Und das bedeutet, ich habe nicht viel Zeit und muss aufpassen, welche Putzmittel ich benutze, weil sie Kinder hat. Als allererstes habe ich die Spülmaschine sauber gemacht. Hier war eigentlich alles ganz in Ordnung. Aber Filter sollte man sowieso regelmäßig machen, bevor es zu spät wird. Hier sammelt sich extrem schnell Dreck an, also macht es regelmäßig sauber. In die Spüle habe ich etwas kochendes Wasser geschüttet und das Überlaufloch sauber gemacht. Hier wäre am besten so ein Steamer, aber den habe ich noch nicht. Kindersicherung macht mich einfach fertig, ich habe es dann hinbekommen und die Besteckschublade aufgeräumt. Was sich hier an Krümel ansammelt, ist echt heftig. Ich frage mich auch, ob es Leute gibt, die Schublade nie sauber machen müssen. Wenn ja, meldet euch. Selbst unter diesem Sortierding war Schmutz. Und das ist völlig normal, jedenfalls bei mir. Nachdem ich fertig war, habe ich noch alle Fronten mit nur Wasser sauber gemacht und ihren Roboter laufen lassen.